Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Wilhelm kotzte kottenrot. Eine Mußestunde. Baurat Grote hatte Pläne und Aktenbündel beiseite gelegt. Er nahm eine Zigarre und schnitt die Spitze ab, hielt sie dann aber nachdenklich zwischen den Fingern. Er sah auf die Wand, wo ein alter Stich hing. Seine Augen gingen jedoch ins Leere. Endlich griff er nach einer Mappe, die er immer auf dem Aktenständer liegen hatte. Er schlug sie auf. Sein Blick fiel auf das Bildnis einer jungen, vornehmen Frau, das Hans Sebald Beheim gezeichnet und fein mit Farben angelegt hatte. Ihm gefiel die feine, zierliche und flotte Arbeit. Dieses etwas verträumte und doch willensstarke Antlitz mit den weit geöffneten grauen Augen und dem kleinen Mund, der gern spotten mochte, hat ihn immer angezogen. Wie leicht und prickelnd der Maler das Muster auf den Besatz gezeichnet hatte, die tanzenden Säuglinge in den Ziergerank. Bernhard Grote hatte seine helle Freude daran. Er legte das Blatt auf den Arbeitstisch und wollte eben die Zigarre anzünden, als gemeldet wurde, dass einige Fischer ihn sprechen wollten. Unmutig legte er das Kraut wieder aus der Hand, dass die Leute eben jetzt kamen. Er hatte wahrhaftig keine Stimmung, ihre Klagen zu hören.